Wir erzählen euch heute ein bisschen über die Yoni-Massage. Die Julia ist hier und wir wollen es ganz praktisch machen und nicht so theoretisch. Julia hat bei mir noch nie eine Yoni-Massage bekommen, alles andere Mögliche, aber noch keine Yoni-Massage. Das heißt, du bist einfach ein gutes Beispiel dafür. Ja. Du wirst jetzt auf meine Webseite gehen, liest da den Text und hättest jetzt vielleicht noch ein paar Fragen oder ein paar Bedenken oder ein paar Ängste. Genau. Was glaubst du, was so deine Ideen wären oder was dir wichtig wäre, nochmal zu wissen? Genau, also der erste Punkt wäre, glaube ich, also ich denke mal, wir haben bestimmt so ein Gespräch dann, ein Vorgespräch und das wird alles, also so wie ich dich kenne, sehr langsam, sehr achtsam vor sich gehen. Und wenn ich aber irgendwie mich eigentlich dazu entschließe, das machen möchte und dann aber irgendwie in dem Moment merke, irgendwie passt doch irgendwas nicht oder irgendwie stimmt es jetzt nicht für mich, wäre es dann ein Problem noch zu sagen vor Ort irgendwie, oh, doch nicht? Nee, überhaupt nicht. Also ich sage das oft am Telefon. Mhm. Ich telefoniere erstmal im Vorfeld gerne, um ein paar Sachen abzuklären und eben diese Ängste zu nehmen. Und dafür machen wir jetzt auch das Video. Also wenn es an dem Tag nicht stimmig ist oder eben wenn du jetzt hier bist und hast eine Yoni-Massage ausgemacht, dann muss es nicht sein, dass du die Yoni-Massage nimmst, wenn du merkst, das ist dir zu viel oder das triggert dich irgendwie zu viel oder du fühlst dich nicht wohl mit mir. Da lade ich immer ein, mach nur das, was stimmig ist. Du selbst bist deine eigene Autorität und alles transparent, kommuniziert. Also wir können, wenn du da bist und Yoni-Massage gebucht hast, was ganz anderes machen, nur Massage. Okay. Weil es geht ja um Yoni-Heilmassage. Es geht ja wirklich um einen Heilraum und nicht um irgendwie jetzt einen Ablauf, wie jetzt bei der, sagen wir mal, normalen Yoni-Massage, dass du halt irgendwie so einen ganz immer gleichen Ablauf hast mit Tüchern und Federn und so eher so dieses tantrische Element, das mache ich nicht. Ich mache eine Yoni-Heilmassage. Und da ist es mir mega wichtig, dass das ganz individuell und ganz persönlich ist. Deswegen gibt es das Vorgespräch, was sind die Themen, was ist das Hauptthema, was ist das Anliegen, was ist der Wunsch. Ja, deswegen erstmal so miteinander einstimmen und gucken, was ist eben stimmig. Und dann nochmal besprechen. Ja, passt es heute? Ja, weil mir geht es wirklich um Ganzwerdung, um Heilwerdung. Das ist so ein wichtiges Element, dass ich Frauen dafür inspiriere, dass sie sich selber treu sind in ihren Gefühlen, in ihren Gedanken, in ihrem Frausein. Ja, weil sonst wäre das komisch, ne? Ich sage irgendwas und sage dann, ja, du musst es jetzt aber, weil du hast das gebucht. Okay. Genau. Und also es geht, denke ich dann, oder was ich mir so vorstellen könnte, auch ganz viel um Verbindung wieder mit mir selbst oder um, wenn ich vielleicht meinen Körper irgendwie nicht so spüre oder wenn ich vielleicht auch frühere traumatische sexuelle Erfahrungen hatte oder generell Trauma, das ja irgendwie im Körper gespeichert ist und irgendwie Energien dann nicht richtig fließen und auch die sexuelle Energie nicht richtig fließt. Da erst so ein Bewusstsein zu schaffen oder eine Entspannung und vielleicht eine andere Erfahrung, oder habe ich das so ein bisschen... Genau, ich glaube, so viele Frauen melden sich bei mir und sagen, ich möchte eine neue Verbindung mit mir selbst und mit meinem Körper und auch mit meiner Sinnlichkeit und Weiblichkeit, wo es jetzt nicht irgendwie so pur um die Sexualität geht, sondern um das Ganzsein als Frau. Und das ist so ein wichtiger Aspekt, wo dann auch... ja, eine spirituelle Seite mit hineinkommt und die ist für mich verkörpert. Ja, wir Frauen haben einfach durch unser Frausein schon so eine ganz natürliche, verkörperte Spiritualität und viele Frauen haben die Beziehung, den Bezug dazu verloren, weil wir einfach sehr viel tun und machen und denken und das ist meistens der Wunsch von den Frauen. Also nach Selbstverbindung, ja, und nach diesem Gefühl, ah, da ist mein Körper und zu spüren, genau. Und ich habe traumatische Erfahrungen gemacht, sei das jetzt sexueller Missbrauch oder eben in der Familie generationsübergreifend. Also diese Themen spielen da immer mit rein. Und deswegen ist es auch im Vorfeld gut zu klären, braucht es jetzt erstmal eine Yoni-Massage oder ist es wichtig, erstmal eine Trauma-Session zu machen, eine Traumaheilung. Ein bisschen Froschen im Hals. Genau. Und ich glaube, das ist so der Wunsch, sich als Frau neu im Körper zu spüren. Ja, und auch die Massage ist so langsam und so ruhig und so achtsam, dass es absichtslos um eine Erfahrung geht, die du jetzt als Frau, als Frau jetzt in der Sexualität mit einem Mann oder mit einer Partnerin eher nicht machst, weil es eine Absicht als, jetzt brauche ich Erregung oder jetzt brauche ich einen Orgasmus.
Und in der Juni-Heilmassage geht es um Entspannung. Gar nicht darum. Nee. Mhm. Entspannung, Entspannung, Entspannung. Sodass zum Beispiel eine ganz natürliche Sexualität aus dieser Entspannung kommt. Okay. Oder Sinnlichkeit oder Lebensfluss, ja, der eventuell an Trauma gebunden ist. Ja, wo wir uns selbst blockieren, weil wir früher halt blockiert worden sind, ja, durch das Dysfunktionale im Außen. Ja, spannend. Also es gibt mega viel darüber zu erzählen. Ja, ich hatte noch 1000 Fragen, aber das machen wir vielleicht dann im nächsten Video. Das machen wir im nächsten Video, sonst wird es zu lang. Gibt es noch irgendwas, was wichtig ist? Eins vielleicht noch, also wenn dann so emotionale Sachen kommen, also vielleicht Scham oder auch Tränen oder das darf, denke ich mal, alles auch da sein. Da gibst du dann Raum dafür. Auch ich muss dann nicht denken, oh Gott, wenn jetzt vielleicht... Nee, weil ich ja auch den Hintergrund habe durch meine ganzen Therapieausbildungen. Ja. Also ich liebe das, wenn was in Fluss kommt, wenn Gefühle kommen und es wird kommuniziert. Ich bin selber super transparent mit meinem, ja, was ich auch spüre in der Sitzung. Ja, also es ist ein Miteinander, es ist ein Füreinander und es geht ja darum, das weibliche Potenzial in der Fülle zu leben. Mhm. Ja, und das ist ja auch, was wir Frauen miteinander uns, ja, es ist ein Miteinander. Mhm. Ja, wenn ich jetzt als Frau alleine bin und sage, ja, ich lebe jetzt mein weibliches Potenzial, wenn wir hier sitzen, sind wir viel lebendiger und es ist viel lustiger und wir können das Potenzial anders leben. Und da lade ich euch einfach ein. Ja, es ist darum geht, es geht nicht um die Juni nur oder um das, sondern um das ganze Frausein. Ja, Gefühle, Körper, Wut, Traurigkeit, Freude, Ekstase, alles. Also alles ins Sein bringen, im Körper, genau. Und wenn ihr dazu noch weitere Fragen habt oder ihr Informationen braucht, ruft mich einfach an. Ich bin da und ja, ich freue mich. Ich freue mich auf ein Date mit euch. Tschüss.